Moin Leute, willkommen zurück zum Höhlensimulator 2.0. Du Ola, nachmachen. Mit Schnorrer. Ja. So. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch groß finden, wa? Oh, Stöcker bin ich auch voll. Hätten wir ja doch ein kleines Lager bauen können. So. Ich bin immer noch blutüberströmt. So, die Frage ist ja, ob jetzt... Ah, hier geht's jetzt ins Wasser. Passagier gefunden, Platz C6. Eine Uhr und noch eine Uhr. Ja, Passagier gefunden, noch ein Passagier. Passagier. Ah, lol. Oh, bist du jetzt ins Wasser? Ich dachte, ich falle jetzt gerade voll in den tiefen Schlund. Nee, da ist doch Wasser, oder? Hier sind Geldscheine und so, ne? Oh, lol. Und ganz... Ganz viele Münzen. hier braucht man dann was zum Tauchen, wa? Ja. Ich so. Gehe hundertprozentig davon aus, dass in dem Schiff dann die Taucherausrüstung ist. Meinst du? Die Frage ist ja, wenn das wirklich so eine kleine Burg war, ne? Von dem Video letztes Mal. Eine Burg. Naja, so ein... Als wenn da so ein... Kleines Haus war. Oh, da. Oh, leicht erschrocken habe ich mich. Er haut hier gegen den Stein. Lol, gleich auf den Boden. Oh, der verletzt mich. Hauptsache er ist. Hauptsache er ist in den Stein gebackt. Und zieht mir auch noch HP ab, ey. Ne, die Frage ist ja, ob, wenn das wirklich eine Hütte war. Ob das hier nicht sogar irgendwie so eine Art Labor oder so zum Testen war, weißt du? Weil wo sollen die sonst herkommen? Also da auf der gegenüberliegenden Seite ist ein Seil. Oh, hier wieder was für eine gegenüberliegende Seite. Da gegenüber, an der Wand. Ach da. So, hier kann man wahrscheinlich durchschwimmen, ne? Ich habe ein neues Tier entdeckt. Was für ein Tier? Ich weiß es nicht. Ich möchte nur raus aus dem Wasser. Fische. Okay. Ich vermute aber, dass wir jetzt hier irgendwo rauskommen wieder, ne? Aber ist jetzt, glaube... Denkt dran, gleich wieder Verteidigung einnehmen. Ja. Okay, safe. Ja, ich höre aber was. Ich höre wieder so ein Lachen, wieder so ein kleiner, da rechts an der Wand. Er kommt. Voll die Taktik immer, ja. Da kommt noch, einer kommt da hinten noch und ein Baby. Achtung, hinter dir. Okay. Baby, kommt gleich. Das sieht immer geil aus. Ist das mit einem Schlag kaputt, oder? Da sind noch zwei Babys. Da kann ich aber nichts mitnehmen, schade. Und da kommt dann wieder ein Seil. Wie so ein Karate-Krieg immer. So, aber ich... Der lebt noch. Sicher? Der hat den Kopf noch bewegt. Hä? Ist doch ab der Kopf. Ich glaube aber, hier geht's jetzt nur noch hoch. Ich denke mal auch, dass wir hier wieder rausgehen. Aber ich, bei den Signalfackeln da, oder Leuchtfackel, nee, Signalding. Signalflaggen. Ja, da kannst du nur gelb markieren, ne? Nö, du kannst die Farbe auch wechseln. Dann mach mal hier, wenn wir hier rauskommen, eine andere Farbe. Du musst es selber dieselbe machen, das haben wir doch schon mal festgestellt. Ne, du kannst doch trotzdem eine andere Farbe nehmen. Ja, das bringt weil das ja jetzt hier der bei der nächsten Aufnahme. Weil hier ist ja kürzer der Weg dann zu dem Loch, weißt du, mit dem. Ja, auf was haust du denn? Fleisch. Hat Fleisch oder sowas am Seil. Und die kann man abhauen oder? Nö, ich hab's probiert. Oh, hier ist wieder ein Speicherpunkt. Okay. Was ist denn das hier zum
Achso. Ah, hier gibt es auch wieder Feuer. Knack. Und irgendwas ist da drinnen. Ach, Leuchtfackeln. Wo? Ah, die habe ich wahrscheinlich schon. Ne, doch nicht. Komm nicht ran. Da. Jetzt. Ich hab sie. Oh, guck mal, da kannst du auch tauchen. Ja, aber ohne Licht siehst du da echt nichts, ey. Oh. Krass. Was? Oha! Die Fledermaus. Oh! Ja, das kam jetzt bei mir erst, der Sound. Das ist irgendwie so ein festgelegter Wegpunkt. Wenn du da erst bist, dann hörst du das. Eigentlich okay, total Schwachsinn, ja? Dass wenn du da durchläufst, dass ich das nicht auch höre. Ach, hier... Hä? Was denn? Okay. Jetzt na, guck mal, wie weit wir da weg sind, ey. So, das Boot muss ja jetzt irgendwo hier zwischen denn sein, oder? Ich kann mich gerade. Ich habe einen neuen Eintrag auf der To-Do-Liste. Hier ist. Übrigens ist das bei mir jetzt eine grüne Flagge. Ja, das habe ich gemacht. Das Dorf. Vom Strand wieder. So weit ja. War das dann eigentlich gar nicht. Stimmt. So, dann sind wir eigentlich aber auch gleich beim Boot. Ja. Lass doch mal zum Boot. Und die Keycard haben wir aber unten da jetzt eben bekommen, ja? Letztes Mal. Also. Okay. Schon wieder vergessen? Nee, mir ist nicht aufgefallen, dass ich die eingesammelt hatte. Und dann dachte ich, dass ich die schon hatte. So nach dem Motto, als wir das letzte Mal auf dem Boot waren, hätte man ja auch mal die benutzen können. Die Frage ist nur, ob da eine Keycard funktioniert. Ich hoffe doch. Weil das sah ja eher aus wie so ein richtiges Schloss. Oh, hier ist wieder ein Lurch. Der rennt weg. Warum rennt denn der weg? Groß, Alter. Was sieht aus? Na, wie du hinter dem Vieh hinterher rennst. Ich nehme die andere Axt dafür wieder, die schneller ist. Ja. Das ist richtig. So, ihr Zeichen verloren. Hab ihn. Nice. So, trotzdem haben wir noch keinen Aloe Vera gefunden. Das stimmt. Wo auch immer das, wo es das gibt, ey. So, einmal Rüstung. Eigentlich auch doof, dass man die nicht einfach auch selber pflanzen kann. Oder es geht vielleicht auch. Ich weiß nicht, eigentlich kann man... Nee, ich glaube nicht, oder? Vielleicht kann man... Eigentlich sinnvoll. Vielleicht kann man aber was anderes setzen. Ein anderes setzen. Beet vielleicht. Na, wenn du das Beet auswählst, musst du doch, kannst du doch immer nur die eine reinsetzen. Nee, ich bin mir nicht so sicher, ob man dann wirklich nur das eine nehmen kann. Wir können ja mal ein Mini-Ding noch aufbauen. So, hier sind ja, übrigens wieder Ringblumen, aber, ne? Erstmal dann Samen oder sowas haben von den anderen Pflanzen. Da müssten wir das mal nicht aufsammeln, sondern kaputt machen, glaube ich. Sicher? Na, so mach hier mal so eine Ringblume kaputt. Jetzt habe ich drei Blätter gesammelt. Wir müssen uns beeilen, damit wir noch... Oh, da hinten. Lol, voll am Reh vorbeihauen. So ein weißer. Hey, was macht der denn hier? Oh, wird bald wieder dunkel. Ja, deswegen sag ich doch beeilen. Hier ist Wasser, oder warst du nicht mal gut überströmt jetzt? Nee, wir sind ja einmal durch Wasser durchschwommen da in der Höhle. So, mein Problem ist, dass ich hier irgendwie keine Ausdauer habe. Wieso hast denn du so viel Ausdauer? Na, weil ich ein Pro bin. Weil du was? Pro? Ein Pro, ja. Wieso bist denn du ein Pro? Ja, warum nicht? Oh, da stehen schon welche am Stand bereit, lol. Echt? Ja, fünf Leute. Soll ich Steinachse ausrüsten, sagst du? Nö, ich bin im Wasser. Ja toll, ich bin doch noch ewig weit weg. Die bleiben aber stehen. Kannst doch durch. Ja, ich hab keine Ausdauer. Die rennen weg, oder? Rennen sie weg? Ja, kannst durch. Ach nee, die sind ja da immer noch. Ja, wer weiß, was jetzt hier gleich kommt. Unter Wasser. Der zum Beispiel, ja. So. Oh, wie dunkel.
Steht da hinten nicht auch einer oben auf dem Berg? Ich sehe nicht mehr. Ja, ist ein bisschen dunkel, ja. Aber so plötzlich, das ist mir auch schon öfter bei Filmen so aufgefallen, plötzlich ja. Ist da, zack, du bist da. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich ausreicht. Also ob das wirklich die Keykarte ist. Nee. Ist sie nicht. Ist sie sicher? Ich wüsste nicht, wie ich sie benutzen soll. Wo liegt denn die? Da hinten. Schlüsselkarte kann zum Öffnen von Türen benutzt werden. Also wird noch eine andere irgendwo sein. Da steht der Sahara drauf. Ja. Ich überlege gerade, was stand denn auf den Containern am Strand drauf? War das nicht auch Sahara? Wissen nicht. Vor allen Dingen, ich habe die ja jetzt so nach Motto so in der Hand, als wenn ich sie mir bloß angucken kann. Ja, vielleicht für das Gebäude, was man im Video gesehen hat. Na, meinst du, hier gibt es noch irgendwo ein Gebäude? Na, wenn es im Video zu sehen war, so ein bisschen. Gut, dann auf zum Lager oder was? Ja, gab es hier noch Seile wieder? Ja. Ah, ich glaube, ich bin full, ne? Ja. So, sind die jetzt weg hier? Keine Ahnung. Sieht so aus. Dir ist kalt und du bist nass, ne? Klasse. Ich noch nicht. Ja, da solltest du Feuer machen, ja. Also bei mir war nicht mit kalt und ich bin nass. Toll. Bestimmt, weil du länger drin bist, drin warst. Also ich sehe auf jeden Fall hinten die grüne Flagge. Oh, jetzt habe ich Geld reingepackt zum Brennen. Ah, er macht sich gleich wieder ein Kaninchen. Nein, ein Lurch. Achso, hast sie gewechselt. Hallo, du siehst aber total blutig aus am Arm, ey. Ja, du auch. Beide Arme. Oh, ich hab wieder was Neues an. Bin ein Wolf. Nice. Hab ich gar keine Hose an oder sieht das nur so komisch aus? Sieht nur so aus, ne? Ne, du hast nur Hose an. Gut. Aber deine Füße sind im Sand. So. Back to the Lager. Was ist denn das hier? Sonnenhut habe ich gesammelt. Ja, Sonnenhut hatte ich jetzt auch. Warte, ich bin noch ein Sonnenhut? Aber stand jetzt nicht da, dass ich irgendwas aufgesammelt hätte an wo? Samen. Achso, wegen kaputt machen. Ja. Nee, hatte ich ja bei dieser Ringblume mal probiert. Oh, hier gibt's blaue. Nicht doch mal futtern. Ich kenne nicht so viel Dost. Jetzt müssen wir ja theoretisch hier wieder durch das Minidorf durchlaufen, ne? Wenn du gerade zu genau läufst, wahrscheinlich schon, ja. Ja, das machen wir ja, ne? Bin mal gespannt, ob alle Fallen noch ausgelöst sind. Unsere schöne Falle haben wir ja nicht mitbekommen, ne? Leider, leider. Also wenn das nicht mal so ein ordentliches Boom-Geräusch macht, ist es ja, ein bisschen... Ja, na, hast du den anderen Knall gehört? Nee, das war so ein mini-dumpfes... Boom. Toll. Also kein Knall oder so. Ich hätte so eine Atomexplosion erwartet. Oh, hab ich mich erschrocken. Alter. Ich hab mich gerade in dem Moment umgedreht. Vorher sieht man eher sie, Junge. Alter. Na, ich hau den Busch weg, weißt du? Und in dem Moment, den wir so kaputt machen, der kommt hinterher. Bist du da? Ja, ich komme. Lol, ey. Ich, vor allen Dingen, vorher mit dem Busch habe ich den ja nicht gesehen, ne?
Und dann mache ich den Busch da weg. Und auf einmal kommt der da auf mich angejumpt. So, jetzt bin ich schon wieder blutüberströmt. Nein, jetzt habe ich hier die Dinger kaputt gemacht. Da, das war bestimmt Aloe Vera. Ah ne, Chicorée. Hier rennt nachts einfach mal ein Reh rum. Das ist natürlich, das geht natürlich gar nicht. So, also ich glaube jetzt nicht aufs Dorf zu. Oh, hier ist noch eine Pflanze. Auf welches Dorf? Ne, ich renne auf... Ja, von denen. Ich laufe am... Ich bin schon in deren Dorf. Okay. Ich sag's bloß. Falls du wieder Freunde findest. Ach, hier ist auch ein Teich. Und hier sind Fische drin. Dann fische ich doch jetzt erstmal eine Runde. Im Dorf. Hab einen Fisch. Okay. Fische sammelt. Noch ein. Na, die kann man doch. So, hab jetzt mal 4 Fische mitgenommen. Mal gucken, ob man die dann anhängen kann. Weil wenn nicht, ist ja auch doof. So. Vor allen Dingen, ich bin hier so gut wie neben dir. Das ist ja ein riesen Bogen um das Dorf gemacht. Ja, wieso? Ich bin nicht beim Dorf gewesen. Müssen wir hier nicht ins runter? Nee. Nein, nee. Was trinkst du schon wieder, ey? Hä? Hä? Ich trinke gar nichts, wieso? Weil du eine doofe Frage stellst, ey. Ich glaube, da ist einer in der Falle drin, oder sieht das mir so komisch aus? Das ist eine Pflanze. Es sind da. Oh, da kommt was. Da sind aber. Oh. Oh, Kacke. Einer ist aber. Ich hab gesagt, da kommt was. Leicht untertrieben hier. Lol. Ich muss Medizin nehmen. Mach das. Ich blockiere die so lange. So, 2 sind in eine Falle rein. Lol. Ich glaube, ich habe jetzt unsere helle Lampe kaputt gemacht. Ich wollte den Lurch da gerade kaputt machen. Das ist natürlich so. LOL! Ich wollte auch gerade aufstellen. Scheiße! Oh, 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 oh! Oh, ich bin grau. Alter, die hauen aber jetzt auch ein Damage raus, ja? Bist du im Verteidigungsmodus, oder? Ja, ja, ja. Okay, dann würde ich jetzt mal Medizin nehmen. So. Hä, der ist durch die Falle gelaufen, hast du gesehen? Ja, das machen die doch öfter. Ich glaube, wir brauchen da auf der einen Seite auf jeden Fall auch noch ein bisschen was mit Fallen. Lol, jetzt rennen die wie die Bekloppten im Kreis hier rum. Ente. Aber wir müssen den Typen hier, den müssen wir kaputt machen. Der hat nämlich diese Keule wieder in der Hand. Dadurch macht er so ein Damage immer. Alter. Was der ab kann, ey. Der fällt um. Kann das sein, dass die immer stärker werden? Oh, hinter uns, der Typ. Okay, er hat der Große ist weg. Aber der löst halt jede Falle aus und rennt einfach weiter. Hier vorne war auch noch eine ausgelöst, oder? So aus. Hier hinten rechts noch eine ausgelöst. Alter. Die sind fast alle ausgelöst. Da drüben hängt noch. Oder ist das der andere? Hängt der da jetzt in der Falle? Kann euch die Leichen liegen lassen. Da wo du jetzt bist, meine ich, da hängt doch einer. Ah doch, hier, stimmt. Das ist doch der, ne? Der da eben noch angegriffen hatte. So. Gleich mal wieder entsorgt hier. Gut, dass es kalt ist, erstmal. Oh, schön.
Aber ich glaube, auf der einen Seite sollten wir auf jeden Fall hier noch irgendwo eine zusätzliche Falle müssen oder irgendwo hinpacken. Du meinst hier beim Weg oder was? Ja. Na, wir sind ja eh noch nicht durch. Da kommen noch die zweite Reihe Fallen, ist da noch nicht fertig. So, mir wird schon wieder kalt und ich habe Hunger. Das ist eine Überlegung noch, dass wir am Weg diese Schlingfallen machen. Irgendwie. Falls da einer durchkommt, damit die gleich erstmal da hängen. Ja. Oh, Knochen, Knochen, Knochen. Knochen? Sind schon Knochen da? Ja. So, ich packe erstmal Stöcker weg. So, ich gehe erstmal aufhängen. So wird der jetzt eh wieder hell, ne? Okay, du musst dich nicht. Oh, die anderen Leichen brennen gar nicht. Oh, ich kann wirklich Fisch aufhängen. So, habe ich noch mehr zum Aufhängen? So. Ich bin durch mit Aufhängen. Mir ist aber kalt, sagt er. Dir ist kalt. So, brauche ich auf jeden Fall Feuer, weil sonst kriege ich ja gleich Damage hier, ne? Obwohl das hell wird, ey. Aber die waren wirklich gerade extrem hart, ne? Ja. Junge, Junge, Junge. Nicht einfacher. So, müsst ihr auch mal Knochen einsammeln. Ich habe auch das Gefühl, die werden ein bisschen cleverer. Ja, ja. Die rennen halt um die Fallen rum, ne? Oder jumpen drüber. Alter, wie viele Knochen können wir denn da reinpacken? Ist ja Hammer, ey. So, ich würde sagen, Reparaturhammer raus, wa? So, das hier heile. Die Fallen gehen nicht kaputt, ne? Nee. Dann würde ich aber schon mal eine weitere planen hier. Die eine Falle, die Hasenfalle, müsste dann weg. Ne, die müsste man dann umlegen wahrscheinlich, ne? Oder ich mach die jetzt die eine Falle ein bisschen weiter weg. So, ich hab mal hier die Rüstungsdinger nach. Ah, doch, die Fallen kann man von der Seite doch hier reparieren. Ist hier nicht ein Hase wieder drin oder hast du den weg? Achso. Natürlich aufgestellt, ihr habt. Okay, ich stell sie wieder auf. Ja gut, die Hasenfalle kann ja da ruhig bleiben. Soll ich es jetzt so lassen, die Richtung von den Fallen, oder doch umdrehen? Ne, ich glaube, wir müssten da fast nochmal eine Reihe davor setzen. Aber dann ja, in die andere Richtung halt. Das heißt, ich lasse erstmal so die Richtung, wie ich es bisher hatte mit der zweiten Reihe, oder was? Ja. Und dann okay. Müssen wir auf die andere Seite nochmal. Ja, jetzt müsstest du umdrehen, ne? Weil das hier, das hier ist die, das ist der Auslöser. Und der aber ist hier bei denen auf der anderen Seite. Gedreht gehabt, stimmt, du hast recht, aber hä, wie ist das denn so doof dann? Da hattest du nicht drauf geachtet. Aber ich hab's ja nicht gedreht. Ich hab's ja genauso jetzt gelassen, wie es mir das Menü vorschlägt. Ja. Vor allem überleg mal, wo wir lang gelaufen sind und wo jetzt die grüne Flagge ist. Ja. Das ist tatsächlich einfach nicht groß, das Gebiet. Das muss man. Der Stock muss man von mir wegzeigen, genau. Oder? Ich habe jetzt schon wieder keinen Punkt zum Bauen. Ah, hier vorne. Hä? Und dann würde ich vielleicht so ein bisschen kurvig machen hier. Kannst ja dann deinen Senf dazu geben. So. Ja. Hast du jetzt Seile schon irgendwo reingehauen? Nee, ich finde hier das Bauding nicht. Hier habe ich jetzt ein Bauding. So, hier sind jetzt zwei Seile drin. Hier fehlt noch eins. Habe ich drin. So.
Stöcker und Holz hast du, ja. Genau. Die Frage ist, wollen wir das in der nächsten Session noch machen? Boah, gucken wir mal. Ne, Stöcker können wir ja schnell, die gehen ja schnell, ist ja hier alles voll mit den. Oh, da kommt schon wieder was. Der klang aber so böse. Der klang ja wirklich böse. Oh, das ist echt schon praktisch mit dem Stockbeutel. Ja, kann man mehr sammeln. Hätten wir echt viel früher machen sollen, ey. Ja. Ja gut, da wusste man das ja nicht unbedingt, ne? Ich also mein, zumindest. Wenn das jetzt. Jetzt haben wir ja das Ding. Oh! Alter, ich bin down! Wo denn? Am Lager noch. Oh Gott. Alter, ist der wieder so heftig oder was? Drei Schläge. Ich weiß nicht, ob ich noch relativ vom Gesundheit drunter war. Schankedön. Hä? Ist er noch da oder ist er weg? Nee, der ist genau vor dir. Arschloch, was fällt dir ein, ey? Vor allem, ich hab da einen so einen Buschbaum um mir kloppt gerade. Ich bin schon wieder grau. Oh, ich bin auch grau jetzt. So. Also Stöcker bin ich voll. Ich auch. Ich könnte ja mal die Lampe ausmachen. Ah, fuck. Vor allen Dingen, jetzt wo der Typ hier kam, waren schön die ganzen Lurche hier, weißt du? Also ich glaube, ich muss den erst hier einmal wegpacken. Und den kann ich bauen, glaube ich, ne? Eigentlich müsste ja jeder einmal das voll kriegen, ne? Zum Bauen. Ich hatte meine Stöcke schon alle ausgegeben. Okay, also Baumstämme brauchen wir auf jeden Fall neue, weil im Lager ist bloß noch eins vorne. Und das müssen wir also definitiv wieder nachrüsten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Nächstes Mal auffüllen, ja. So. Hast du Stöcker überall voll? Nein, ja. Das Ende Ding war noch nicht. Ach so. Ich hatte gar keine Steine mehr, was mich sehr gewundert hat. Ich renne hier, glaube ich, seit 10 Folgen voll mit Steinen rum. Geben die jetzt irgendwie mehr Stöcker, die etwas größeren? Da fallen 5, 6 Stöcker raus. Okay, da ist fertig, bis auf die Baumstämme. Achso, das ist sowieso schon gebaut. Ich soll schon wieder ins Wasser. Ah, hier liegen ja noch so viele Stöcker. Okay, wir brauchen jetzt nur noch die Baumstämme. Okay. Das war dann. Ich würde mir auch einen größeren Steinbeutel irgendwie bauen. Oh, ich werde schon wieder beobachtet. 2 Stück. Kleiner Steinbeutel, sei. Hast du gehört? Scheiße, komm mal weg da. Feuertyp. Oh. Ich hab keine Ahnung. Oh, der haut durch. Ich bin tot. Hä? Oder war das jetzt durch das Blut? Keine Ahnung. Also ich bin down. Oh, da steht noch einer. Ne, da waren 2 auf jeden Fall. So, ich renne ja immer rum. War die Falle hier fertig? Nee. Nein. Aber die sieht so fertig aus. Du siehst auch fertig aus. So, ich nehme den Typen hier mit. Unsere Hasenfalle ist auf jeden Fall wieder full. So. Erstmal die Beweise vernichten. Medizin nehmen. So. Huhu. Huhu, kommen Sie her. Ob sie herkommt? Jetzt kommt sie. Okay, die löst also durch die erste. Nee, die erste ist falsch rum, weil die löst aus und geht ja in die falsche Richtung hoch. Ja. Also die hilft nur für die, die hier in die andere Richtung wieder laufen. Vielleicht sollten wir den später auch trotzdem wieder weghauen. Ja, wenn wir dahinter nochmal eine ordentliche Reihe machen, ist das ja jetzt nicht so schlimm. Ah, hier ist ein Lurch drin. In der Falle? Cool. Ja, aber kriege ich den denn? Ich würde sagen, ich kann den nicht rausnehmen. Da wir jetzt
zu viele Stöcker sammeln können immer, dass wir noch vielleicht hab den mal kaputt gehauen hier im Umfeld aufstellen. So, jetzt kommt Wind. So, ich glaube, ich muss das einmal reparieren. So, was hast du eben gesagt? Ich hab grad konzentriert nicht zugehört. Ja, das ist ja öfter der Fall. Ich hab gesagt, da wir ja zu viele Stöcke immer sammeln können, dass wir noch ein paar Hasenfallen dann aufstellen könnten. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, hier in unser Hasenfell-Lager-Dings brauchen wir die nicht reinpacken. Wir könnten nochmal so ein Stocklager hier bauen. Na, Hauptsache wird das auch nicht schlecht irgendwann, wenn er da dran hängt nur. Nee, ein Stocklager, wo wir Stöcke reinpacken. Ja, okay. Nee, ich glaube, die werden nicht schlecht. Weil die, hier, da waren ja letztes Mal welche, die hingen noch schon ein paar Nächte, die dann trocken waren. So, ich würde sagen, dann gehen wir einmal speichern, ne? Und dann so, machen wir Folgenpause. Nach 31 Minuten. Genau. Tag 30. Speichern. Tag 30 gespeichert. So. Was ist denn eigentlich mit dem Stuhl da? Ist der jetzt ist schon fertig? Nee. Warum nicht? Warum ist jetzt Boogie? Vor allen Dingen, warum steht hier nur einer? Ja, hallo, ist mein Gebäude. Du darfst doch nicht rein. Hallo? Wer sagt denn hallo? Hä, was ist das denn hier? Gut, alles klar. Dann abonnieren, liken, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Ciao.